Well, Widmer almost came up with a loose ball still. Wasn't able to keep it alive. Was ich während meiner Verletzungspause über die Mannschaft gelernt habe, ist, wie ich mich selber auf dem Spielfeld sehen könnte, potenziell auf dem Spielfeld sehen könnte. Ich habe gesehen, dass Charles war sehr erfolgreich in sehr vielen Spielen. Durch einfache Körbe, durch gute Positionierung und durch aggressives Verhalten in der Offensive. Und ich habe halt dadurch, dass ich anderen Leuten zuschaue und intensiver zuschaue, gelernt, dass ich bestimmte Aggressivität in der Offensive zeigen muss, dass bestimmte Schwächen der Verteidigung zu nutzen und in einen freien Raum zu kommen. Und das hat mir sehr viel geholfen, dass ich immer mitreisen durfte, immer die Spiele live sehen durfte und genau aufpassen konnte. Comes off the screen. Alley-oop time, lays it up. Bruin just does so well to catch it. Nach meiner einmonatigen Verletzungspause habe ich gemerkt, dass es auch sehr viel Geduld gebraucht hat, um wieder zurückzukommen in die Phase. In den ersten zwei Wochen meiner Verletzung konnte ich erst gar nichts machen. Also ich konnte nicht mal vernünftig gehen. Das war sehr schwierig, weil wir eigentlich gedacht hatten, nach circa drei Wochen sollte ich wieder zurück sein. Dem Zeitplan sind wir nicht so nahe gekommen. Dann ging es auf einmal ruckzuck. Dann waren zwei Wochen um. Auf einmal in drei Tagen konnte ich mein Bein komplett strecken und dann ging es gut. Und vor dem Cookie Game Frankfurt drei solide Trainingseinheiten gehabt. Einen Abend davor in der Trainingseinheit habe ich die Bandage ausgezogen und habe gesagt, ich probiere es ohne. Und in Frankfurt hat es ganz gut funktioniert. Natürlich ist es an dem Kopf noch so eine Stimme, die dir sagt, ah, es ist ein Knie, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber generell hat es sehr gut funktioniert, es hat gut gehalten. Die Ärzte, Marc und Bo, die haben ja auch gesagt, hey, wenn du einen abkriegst und so weiter, da wirst du schon merken, es wird dir nur Selbstvertrauen geben, indem du nicht einfach einknickst. Und ja, das bin ja auch ein paar Mal hingefallen gegen Frankfurt und es hat meinem Selbstbewusstsein fürs Knie auf jeden Fall geholfen, so dass ich dann auch die Champions League besser rangehen konnte für das Champions League-Spiel gegen Venezia. Down the middle, oh, gets stripped on defense by Widmer. Rochelle shoots 10 feet, gets it to drop. Unglücklicherweise ist Bojan Subotic verletzt im Moment, wird drei bis vier Wochen pausieren. Und was das für mich bedeutet, ist, dass ich eventuell ein bisschen aus der Vier aushelfen kann. Das heißt, dass man mich und Charles eventuell zusammen auf dem Spielfeld sieht für ein paar Minuten, um James ein bisschen Pause zu gönnen. Und Julian Jasinski wird natürlich auch seine Einsatzzeit bekommen und ich denke, das ist einfach, wie soll ich sagen, das ist das Wunderbare an unserem Telekom Baskets Team, dass wir eigentlich nur eine Person haben, die nur eine Position spielen kann und alle anderen sind variabel auf mehreren Positionen und das macht es auch wieder gut. Allerdings wird es dann weniger Pausen für die Großen geben, weil sie dann wieder mit einem Mann weniger spielen. Comes off one screen, Baliga wasn't ready, turns it over, Mayo transition, passing, Bruin lays it up, the assist from Joshua Mayo.